Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben einen neuen SCB-Verse Report. Jetzt sind wir mal wieder dran. Ja! Ja, wunderbar. Also, übrigens, ich habe nächste Woche Urlaub, das heißt, da darfst du da wieder mit jemand anderem, aber ich kann einmal eine Woche frei machen. Mal sehen, wen ich mir aussuche. Ja, du hast die freie Auswahl. Dosa hat nämlich Urlaub tatsächlich. Das heißt, du kannst Weezen nehmen, du kannst Dosa nehmen. Vestim ist leider nicht dabei, aber einen von beiden auf oder jeden Fall. Oder beide. Das wäre eigentlich auch mal ganz witzig. Auch mal ganz cool. Ja, das wäre auch nur eine lustige Idee. Okay, na, das macht mal, wie ihr wollt. Genau, aber wir kommen jetzt erstmal zum Hot Topic. Hot Topic, ja. Und was könnte das anderes sein? Wir haben das Wochenende gerade hinter uns gebracht, sind auch noch etwas müde. Bisschen. So ein bisschen. Bisschen. Bisschen so die Nachwirkungen. Natürlich die Sitcon 2016 in Frankfurt am Main. Ja, was soll ich anderes sagen? Lange war es, gut war es, deswegen war es auch so lange und wir haben irgendwie keinen Absprung gefunden, weil man irgendwie nur mit Leuten gequatscht hat. Total netten Leuten aus allen möglichen Orgas und also es war eigentlich der absolute Hammer. Es war der absolute Hammer, Leute. Also, wirklich total cooles Event. Also viele Orgas hatten Stände aufgebaut oder irgendeine Art von Präsenz. Es gab einzelne Präsentationen aus der Community für die Community, unter anderem auch unser Intergalactic Rescue Network wurde von unserem Chef Diplomaten präsentiert, das IRN, und wir hatten Vorträge selbst von Cloud Imperium Games mit einem Q&A und wir hatten auch nochmal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, der jetzt nicht gestreamt oder gefilmt werden durfte, deshalb dürfen wir darüber zwar erzählen, aber keine Bilder zeigen. Das war auch ziemlich nice, ja, ne, das am war Ende. Auch super. Da ging es nämlich eigentlich um unser Lieblingsspielzeug, ja. Nämlich die prozedurale Planetentechnologie und um kleine, feine Tools, mit denen man so schöne Grashalme machen kann oder kleine Krabben irgendwo an den Strand setzen kann, so wie man will und sich seinen Planeten bauen kann, wie man ihn gerne hätte. Ja, und sie haben einen Knopf. Ja, unique. Ja, der Knopf. lasst euch von Leuten erzählen, lest nach, worum es dabei geht. Die ganzen Streams und die ganzen Infovideos kommen auch nacheinander noch auf die Sitcon-Seite selbst. Das heißt, da könnt ihr im Laufe der Woche nochmal nachgucken. Gerade die Q&As und sowas alles wird alles nochmal einzeln hochgeladen. Schaut es euch an, es waren viele interessante Infos dabei. Wir hatten eine Menge Spaß, es gab Gewinnspiele natürlich ohne Ende. Und wie gesagt, das Highlight war dann nochmal eine kleine Präsentation vom, ich glaube, Lead Environmental Artist aus Foundry 42 in Frankfurt. Hieß der gute, Pascal, genau. Ein super Typ an dieser Stelle. Ja. Also, falls du das mal irgendwann sehen solltest, total lässig fand ich dich. Also, das war echt, bist eine coole Socke. Aber hallo, ja, der dann so wirklich ganz lässig mal erklärte, wie er da den ganzen Tag irgendwie Planeten designt. Strollte mit der Maus da so lang und brrrr. Sein Gottkomplex auslebt da. Und da kann man nur sagen, coolest Job ever. Ja. Was für eine geile Sau, ja? Also den ganzen Tag darf der Mann da Planeten erstellen. Ich will das auch haben. Ja, das will ich auch haben. Es ist echt cool. Also, es war eine ganz tolle Veranstaltung. Also ihr seht, wir sind begeistert. Wir haben auch noch einen Vlog gemacht. Das wird jetzt auch im Laufe der Woche, wird das rauskommen. Werden wir euch zeigen, werdet ihr daran teilhaben, so was wir sonst so da vor Ort getrieben haben. Genau, und ansonsten schaut auf unsere Social-Media-Profile, da sind schon ganz viele Fotos. Selbstverständlich kommen auch offizielle Fotos noch selbst von der Sitcon und von der Crew dort. Da haben sich sehr, sehr viele Leute sehr viel Mühe gegeben. Und unsere Patreons können auch nochmal auf das Profil gucken. Da haben wir schon mal ein bisschen Behind-the-Scenes-Material hochgeladen, damit ihr so ein bisschen noch unsere Reise da nachvollziehen könnt. Was wir an der Stelle nochmal sagen wollen, wirklich im Sinne des Hot Topic ist, Dankeschön an die Organisatoren. Ihr habt einen Wahnsinnsjob gemacht. Es gab ein paar kleine Schwierigkeiten. Das ist klar bei so einem großen Event, aber ihr macht es alle ja freiwillig und ehrenamtlich und es war eine super Sache. Also vielen, vielen Dank vom ganzen Chor. Vor allem hattet ihr mit diesen Schwierigkeiten ja auch teilweise gar nichts zu tun. Nee. Eben. Also das muss man dazu sagen an dieser Stelle. Also von daher sollte das gar nicht erwähnt werden, weil ihr habt echt einen super Job gemacht. Vielen Dank und hoffentlich wieder. Ich wollte es gerade sagen, aber ich dachte, ich will es denen jetzt nicht aufquatschen, dass die so denken, nochmal, mache ich das nochmal? Ja, bitte. Das nochmal. Ja, bitte. Das war echt cool. Und dann kommen vielleicht noch mehr Leute. Also es war ein super schönes Event. Ja, und von da aus gehen wir dann in die Weekly Updates. Ja, Weekly Updates. Wir fangen an mit Around the Verse. Diesmal wieder aus UK. Winslow? Ne? Der gute kleine Ort in Winslow. Da war Thema, viele Themen waren viele da. Themen, wir haben uns jetzt rausgesucht, das Kamerasystem. Das soll nämlich optimiert werden. Total gut, finde ich das auch. Chris ist ja auch so ein kleiner Filmefanatiker, Filmemacher. Und deswegen legt er auch sehr viel Wert darauf, dass dieses Kamerasystem optimiert wird. Und sie haben ja jetzt im Moment viele verschiedene Kameras und die wollen sie in eine packen. Ja. Damit wir dann einen schöneren Bewegungsablauf haben und
aus verschiedenen Perspektiven alles ranzoomen können, was wir wollen. Wir können die Optik verstellen und das war Thema da. Ja, es war ein ganz tolles Thema für uns. Darum haben wir es uns natürlich rausgepickt, weil gerade für uns ist das jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir schöne Kameraperspektiven kriegen. Und sie haben uns also ein paar Ausschnitte gezeigt in Around the Verse. Sie haben auch erklärt, wie das Ganze sein soll, dass man eben wirklich dann sehr viel im Detail festlegen kann. Man kann sich Presets bauen, um zum Beispiel bestimmte Objektivgrößen zu simulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sehr viel mit der Tiefenschärfe zum Beispiel arbeiten, dass man halt sehr nah an die Charaktere auch rankommt und dafür eben der Hintergrund dann unscharf wird und dass das alles sehr, sehr dynamisch gestaltet werden soll. Und vor allem, was ich sehr geil fand, dass die Kamera dann auch in Zukunft auf Dinge in der Umgebung reagiert. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Explosion hast, war jetzt ein Beispiel, ne? Dann soll halt so wie so ein... Das Kamerawackeln. Genau, so ein Kamerawackeln, so ein Shutter-Effekt da irgendwie auftauchen, dass das Ganze halt realistisch und authentisch wirkt. Ja. Und da legt wohl Chris auch besonderen Wert drauf, ne? Ja. Allerdings. Das haben sie nochmal betont. Und sie haben auch jetzt schon gesagt, die Bilder, die man jetzt schon aus Star Citizen von der Community bekommen hat, da sind sie schon total begeistert von. Aber ihnen liegt halt sehr viel daran, dass wir noch bessere Bilder zeigen können und produzieren können. Ja, uns liegt daran auch daran. Das heißt, vielen Dank, CLG. Wir sind sehr, sehr begeistert und ich bin mir sicher, dass wir sehr viel Feedback auch im Issue Council nochmal geben werden, was wir dann, wie wir die Kamerasteuerung finden, wenn sie denn dann kommt. Das war einer der wichtigen Punkte dann wirklich aus ATV. Lest bitte in die Episode rein. Wir haben nämlich tatsächlich einiges rausgekürzt. Das war eine ganze Menge, was da passiert ist. Aber wir kommen nochmal zum Shipshape und da ging es um die Javelin und vor allem natürlich um die Javelin, die man in der Demo gesehen hat, nämlich die Zerstörte, die da schon seit mehreren hundert Jahren auf diesem Planeten rumliegt. Und daran schloss sich natürlich dann so ein bisschen die Frage an, wie wird die gestaltet? Da gab es eine Shipshape-Episode dazu, sage ich ganz kurz, machen wir ein Voice-Over drüber, erwähnen wir jetzt nicht weiter, sondern gehen direkt zu Reverse the Verse. Ja, und in Reverse the Verse, wie gesagt, da gab es auch ein paar Fragen, unter anderem auch zur Javelin, aber... Bevor ich damit anfange, mit der Redeemer, ne? Ja. Oder soll ich das von der Javelin gleich erzählen? Mach doch die Javelin. Mach ich die gleich, okay. Ja, genau. Wie gesagt, es ging darum, okay, jetzt haben wir die alte Javelin gesehen, abgestürzt, Wrack, okay, wissen wir jetzt, was ist denn eigentlich mit der Fabrik 9? Wann wird die denn kommen? Da liegt das im Moment auch an Chris, der sagt, ich gebe sie noch nicht frei, solange da noch ein paar Techniken, ein paar kleine Assets fehlen und also da müssen wir noch ein bisschen warten. Auf jeden Fall wird daran gerade gearbeitet. Ja, und sie soll eben wirklich ein Unikat darstellen, also wirklich ein ganz besonderes Schiff. Darum hat Chris Roberts gesagt, ja, grundsätzlich fertig, könnte ich mit leben, aber ich kann sie noch nicht zeigen, weil so gefällt sie mir insgesamt noch nicht. Da wird noch viel Detailarbeit reingesteckt. Nichtsdestotrotz kommen wir von da aus dann aber dann zur Redeemer. Und die Redeemer ist in der Pipeline angekommen, das heißt, sie ist wirklich fest verortet für eine Überarbeitung komplett. Wird aber noch ein bisschen dauern, ne? Ja, haben sie auch gesagt, ne? Da brauchen sie oder warten sie noch auf ein paar Techniken, ein paar Mechaniken, die noch eingebaut werden sollen, dass sie halt von diesem Hangar-Ready-Status, der jetzt die ganze Zeit halt schon da ist, soll das Ganze halt noch mal ein bisschen aufgepäppelt werden. Müssen sie auch machen. Die Redeemer ist ja ein Schiff, was von The Next Great Starship quasi als Gewinner reingekommen ist und seitdem hat sich wahnsinnig viel verändert bei Star Citizen und sie wurde tatsächlich lange Zeit nicht angeguckt. Jetzt steht das aber an und sie wird dann noch mal komplett überarbeitet. Muss man leider ein bisschen Geduld für haben, glaube ich. Also das wird ein bisschen dauern, ja. Aber schöne News gibt es noch für alle Starfarer-Besitzer. Mit die dem können Kapitänsstuhl. Jetzt nämlich weiter, also ich meine, man muss aber dazu, sein Kapitänsstuhl, der ist ja da. Ja. Ne? Und sie haben aber gesagt, okay, wenn der Kapitän dann da drin sitzt, ist ja schön und gut, aber was kann er denn da machen? Ja. Und da haben sie jetzt zumindest durchblicken lassen, dass man halt ein Display haben wird, halt ein HUD, ne? Dass du dann da das Ganze so ein bisschen überwachen kannst und ein Auge drauf werfen kannst. Sehr gut. Also viel Spaß. Ihr Kapitäne da draußen. So ist es, ja, genau. Jetzt habt das gemütlich. So ist es. Und insgesamt, gerade weil es um die Weiter- und Ausentwicklung von Schiffen geht, da konnte man am Beispiel der Javelin jetzt sehen, dass sie da sehr viel schneller vorangekommen sind, als sie gedacht haben, was eigentlich einzig und allein an den Style Guides liegt, die sie jetzt für die Hersteller haben. Das heißt, Aegis-Schiffe sind jetzt sehr, sehr schnell umsetzbar, weil der Style Guide halt sehr komplett ist und sie viel weniger Zeit für einen Javelin gebraucht haben, waren sie selber für überrascht, als für andere Schiffe. Und das bezieht sich jetzt auch auf alle anderen Style Guides, zum Beispiel Misk haben sie gesagt, ist auch schon vollständig. Genau. Ne? Und gleichzeitig sagen sie aber auch, wenn jetzt zum Beispiel für die Banu oder die Tevarin oder so, ne? Also da muss man halt natürlich auch noch warten, weil da noch keine Style Guides vorhanden sind, weil das eben von der jeweiligen Rasse abhängt. Und sobald sie die haben, dann können sie Style Guides anlegen, dann entsprechend für die Schiffe.
Ja, damit wird sich dieser Prozess dann auch beschleunigen, aber das wird jetzt einfach Stück für Stück immer erweitert und fortgesetzt, das Portfolio an Style Guides, und irgendwann wird es alle Hersteller betreffen oder dann kommen irgendwann neue mit dazu und dann werden die wieder erarbeitet. So macht sich diese Pipeline auf. Ja, und damit sind wir, glaube ich, bei Ben's Day with Bad Girl? Ja. Ja. Nicole D'Angelo, die hat wieder viele Fragen auch gestellt. Sehr, sehr viele Fragen. Ja. Und da haben wir uns auch wieder ein paar rausgepickt. Eine davon ging um die, mit dem ID-Beacon-Mechanik. Ne? Das muss ich mir erstmal erklären lassen nochmal mit diesem naja, Beacon. Einfach. Also diese Positionsbestimmung. Genau, richtig. Warum kann man sich das nicht einfach sagen? Ja. Warum? Weil es halt Amerikaner sind und ja, die denken manchmal gerne um die Ecke. Nein, es geht wirklich darum, dass ihr euch verorten könnt im Verse. Ne? Also dass ihr irgendwie wisst, wo wer sich gerade befindet. Und gerade für Rettungseinsätze wird es sehr, sehr wichtig sein. Da war einfach nur die Frage, kommt die schon mit 3.0 oder nicht? Und Ben sagt, kann ich euch noch nicht sagen. Genau. Ich kann insgesamt zum Patch 3.0 und dessen festen Inhalten noch nichts sagen, zumindest so lange nicht, wie 2.6 nicht live ist. Und da hat er sich aber auch bedeckt gehalten, wann das genau passieren wird. Darum müssen wir halt warten, was da passiert. Ja, und genau dasselbe hat er im Prinzip gesagt zu der Frage, wie ist das eigentlich, wenn wir in der Gruppe Missionen erfüllen? Wird es da ein Belohnungssystem geben, was wir teilen können? Also, weil ich meine, das ist ja eigentlich auch dann der Sinn, ne? dass du irgendwie Helfer hast, die dann auch bezahlt werden. Ja, so. Sehr schön. Konnte er sich jetzt auch noch nicht so äußern. Also er meinte, bevor 2.6 nicht irgendwie live ist, Schweigt er sich aus, müssen wir mit leben. Er hatte allerdings ein paar Infos dann noch zur Roadmap, und zwar gab es da ganz spezielle Fragen zu Schiffen, die in dieser Roadmap zur Fertigstellung der Schiffe über 3.1, 2, 3 bis 4.0 nicht aufgetaucht sind. Und da sagte er, das ist erstmal für ein ganz grober Fahrplan von den Sachen, wo wir wissen, das können wir an die Community schon rausgeben. Sie haben aber schon viel mehr, ne? Ja, also sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass die Freelancer Miss, ne, also die Miliz-Variante sozusagen, dass die auf jeden Fall geplant ist, die haben sie jetzt aber halt noch nicht gezeigt. Ja, und so und wird noch vieles es, mehr eigentlich. Genau, ne? So wird also es auch für andere für Schiffe, andere Schiffe sein. Und auch die Reihenfolge ist eben auch nicht in Stein gemeißelt. Ja, kann sich alles noch verändern, alles subject to change, kennen wir schon, aber auf jeden Fall haben sie gesagt, sie vergessen natürlich kein Schiff, sondern es wird einfach immer dann erweitert, und für den nächsten Patch, wenn der eine dann da ist, wird dann bekannt gegeben, wie es dann weitergehen soll und was wirklich dabei ist. Ja, da gab es eine wichtige Frage, die sich viele Spiele stellen, und da ging es um Pay-to-Win bei Star Citizen, und zwar diesmal nicht in Bezug auf das Kaufen von Schiffen direkt jetzt in der Concept- oder Backer-Phase, sondern um das Kaufen von Credits. Ihr werdet nämlich später im Spiel die Möglichkeit haben, für einen bestimmten Betrag innerhalb eines Monats für Echtgeld an UEC-Credits zu kaufen. Den genauen Betrag gibt es noch nicht. Es gab mal so ein Ding, dass man sagt, 25.000 Credits pro Monat kann man sich dazu kaufen, wirklich dann eben für Echtgeld und damit sich ein bisschen boosten. Und da stellten sich viele Backer die Frage, ja, ist es dann nicht Pay-to-Win, wenn ich mir einfach ganz viele Credits kaufe und dann in-game nichts mehr erleben muss? Ja, aber da hat Ben ganz klar gesagt, er versteht diese Frage, und das ist auch klar, dass man irgendwie immer ja so einen finanziellen Gedanken da im Hintergrund hat, aber er hat ganz klar beantwortet, die Spieler, die viel Zeit im Spiel verbringen werden, die viele Skills haben und ja, die entsprechenden Fertigkeiten und Fähigkeiten, die werden dann auch diejenigen sein, die dann halt die Credits sammeln und erfolgreich sein werden. Genau. Und du kannst ihm nicht dann einfach, wie gesagt, klar kann man sich mal dann halt für 20 Euro, hole ich mir mal, das kriege ich 20.000 UEC, aber damit kannst du halt keine großen Sprünge machen. Das ist genau der Witz, denn es geht auch nicht nur um Skill, das was Ben gesagt hat, sondern was ich ehrlich gesagt noch dazufüge, ist auch Wissen. Zu wissen, was ich wo in diesem riesigen Universum finde, das wird man nicht einfach so mit Credits kaufen erledigen können, sondern das muss man erstmal wissen. Erlebt haben, das muss man erlebt haben. Und dazu kommt noch, dass ihr euch vorstellen könnt, dass dieser Boost, den ihr euch verschaffen könnt, dass ihr nochmal 20 Dollar reinsteckt und sagt, ich möchte jetzt hier 20.000 Credit Extras haben. Da ist der Witz, dass ihr das natürlich macht, um zum Beispiel Treibstoff oder Munition oder Fracht, euch zu sammeln, damit ihr sagt, ich habe jetzt einen Monat nicht gespielt, ich möchte aber trotzdem mein Schiff betanken und möchte den ersten Auftrag wieder machen können. Dafür könnt ihr euch dann einmal diese Credits dazu kaufen, aber viel weiter oder viel mehr wird euch das nicht bringen, als ihr einfach sagt, okay, ich booste jetzt noch einmal 20.000 in meinen Account, da kann ich mich einmal von mit auftanken und dann muss dieser Plan auch bitte funktionieren.
kann. So in der Art sollte das, ist es gedacht. Und darum ist es keine Pay-to-Win-Situation, die dadurch entstehen kann. Weiter ging es mit der Cutlass Black. Ja, die Cutlass Black, die liebe Gute ist auch in der fertigen Pipeline-Phase. So haben sie es gesagt. Die Red und die Blue, die werden dann folgen. Ja, die soll ein kampfbereites Frachtschiff werden. Das ist die Rolle im Prinzip. Und also wird in Richtung Freelancer gehen, haben sie angedeutet, aber ja. Die entscheidende Info ist eigentlich, dass daran gearbeitet wird. Und, genau, dass sie komplett ein Rework bekommt. Genau. Das ist gerade aktuell der Fall. Und wie sich das Schiff dann in seiner Rolle vielleicht noch ein bisschen verändert zum jetzigen Zeitpunkt, wissen wir jetzt noch nicht, wird sich noch nicht zeigen. Auch gerüchteweise soll ja rausgekommen sein, dass sie damit die Boarding-Mechanik irgendwie entfernt wird und diese Enter-Mechanik. Das wollte Ben in diesem Fall überhaupt gar nicht kommentieren jetzt an der Stelle. Da wird eben jetzt dann aktuell gearbeitet und sie soll eben doch schon ein bisschen mehr in Richtung Frachtschiff gehen, dass man auch wirklich was transportieren kann. Gerade für die Piraten unter euch wird es vielleicht ganz interessant sein, so einen kleinen wehrhaften Transporter zu haben. Ja, weiter ging es dann mit den weiblichen Charaktermodellen. Ja, huhu. Und ich würde ganz klar sagen, warten lohnt sich immer auf die Frau. Das ist ganz klar. Was lachst du da so doof? Ist doch so. Ja, also es lohnt sich immer zu warten und auch das hat Ben betont, denn mit den weiblichen Charaktermodellen sind sie fleißig am Werkeln und sagen, sie geben die aber auch erst frei oder raus, wenn sie wirklich gut sind. Und das finde ich toll. Also, dass da eine Qualität steht dann, ne? Und weil er hat auch ganz klar gesagt, ja, es heißt ja immer so ein bisschen, oder sagen wir mal so, es ist ein kleines Vorurteil, ein kleines Klischee, dass Frauen nicht so mit Science Fiction zu tun haben oder da auch nicht zu finden sind. Klar, die große Masse, das hat man jetzt auch wieder am Wochenende gesehen, sind schon Männer. Aber an dieser Stelle muss ich dazu sagen, an alle Frauen, die da waren, ich habe mich mit mehreren unterhalten, leider nicht mit allen, aber wir haben uns riesig gefreut, dass wir da sind und gemeinsam da sind und dass es immer mehr werden von Event zu Event. Also das finde ich super und wie gesagt, das wurde auch nochmal betont, Frauen spielen einen großen... Wir haben eine große Wirkung, einen großen Bestandteil in der Community und sollen das dann auch im Spiel haben, à la Star Trek mäßig. Richtig, fast jeder weibliche Admiral, den wir aus Star Trek kennen, ist alt. Wie gesagt, weiblich, also fast jeder Admiral insgesamt, den wir kennen, ist weiblich. So rum wollte ich es formulieren. Und da kann ich nur jetzt sagen, ja, wir warten gerne noch etwas länger, dafür haben wir dann hübsche Mädels neben uns im Spiel. Das ist super und nicht nur auf der anderen Seite vom Teamspeak. Und das ist noch das Allerbeste daran. Genau, so machen wir das. Also von daher, es wird noch ein bisschen dauern, sie machen es halt wirklich richtig, aber dann sind sie schon sehr, sehr überzeugt davon, dass es ein sehr, sehr schönes Erlebnis sein wird, wenn dann auch die weiblichen Charaktere endlich ins Spiel kommen. Und ja, als letztes, das war nochmal so ein bisschen persönlicher Punkt, den ich dazufügen wollte, ging es nochmal um die Vanduul. Oh ja. Und zwar, da ging es darum, dass die Autoren wirklich sehr hart daran arbeiten, dass die Vanduul nicht nur eine böse Gegnermasse darstellen im Spiel. Das ist eine Rasse. Das ist eine Rasse von einem Volk, das vielleicht völlig anders denkt und handelt als die Yui, die Xi'an und die Banu oder Tevarin oder alles, was wir sonst so zivilisiert kennen. Aber dennoch ist es eine eigenständige Rasse mit tatsächlich Pro, Contra und Interaktionsmöglichkeiten für euch. Und da werden die Autoren sehr viel Arbeit reinstecken, dass die auch dreidimensional werden, dass sie halt nicht nur die bösen, ja, was genau. Weiß ich, Invasor Aliens, wie wir sie aus der Alien-Reihe kennen, sondern das sind wirklich eigene Charaktere, auch die Vanduul. Das fand ich total wichtig. Ja, finde ich gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast. Fand ich auch cool, dass sie es gefragt hat, weil ich fand es echt wichtig, denn es ist so leicht, die immer so unter Operation Pitchfork zu stigmatisieren und dann ist fertig. Nein, so soll es nicht sein. Ja, von da aus haben wir noch ein Event gerade tatsächlich laufen. Genau, Freefly-Event läuft noch bis zum 30. Oktober. Das heißt, für alle, die noch nicht registriert sind, schnell registrieren. Alle anderen können sich schnell einloggen. Dann müsst ihr den Code eingeben, der war Fall 2016. Genau. Genau. Ja. Mhm. Und dann runterladen und dann läuft das Ding. Genau, da spread also noch, the word. Ja, und ihr könnt die F7M Hornet. F7CM. F7CM Super Hornet. So genau. Testen und fliegen. Richtig. Ja, siehst du, muss ich auch mal machen. Weasons Lieblingsjäger. Hat er auch noch mal gesagt. Ne? Jawohl, hat er nochmal gesagt auf der Sitcon. Die könnt ihr jetzt aktuell testen. Das heißt wirklich, spread the word, ladet Freunde ein, schickt ihnen den Code und lasst sie einfach Star Citizen testen. Das wäre sehr, sehr schön. Und alle anderen, viel Spaß in der Super Hornet. Wir haben jetzt noch was zur eigenen Sache in Anführungszeichen, wobei es wirklich wichtig für die ganze
ganze Community ist, denn das Crash Corps unterstützt ja mit einer eigenen Abteilung den Star Citizen Wiki, die einzige große deutsche Wikipedia zu Star Citizen, und die wurde jetzt mit der SidCon 2016 komplett als Relaunch online gebracht. Das heißt, vollständig überarbeitet. Ein Riesending, ja. Und an dieser Stelle großes Kompliment und ja, ein großes Danke an alle Mitarbeiter, die das irgendwie möglich gemacht haben, weil Anfang des Jahres war die große Frage, okay, was machen wir jetzt damit? Und dann haben sie sich wirklich eigentlich zuerst schweren Herzens entschlossen, okay, wir machen einfach alles neu. Aber es ist super. Ja. Also es ist strukturierter, es ist, man hat eine klare Übersicht dann, also du hast 6 große Kategorien. Alles könnt ihr auch übrigens nochmal nachlesen dann auf FCB. Und also strukturiert, Farbcodes, also damit du weißt, in welcher Kategorie du bist. Wirklich ganz toll und ein Riesenkompliment. Hier aber auch nochmal der Aufruf an euch alle da draußen. Also natürlich brauchen auch weiterhin die Leute fürs Wiki Mitarbeiter, freiwillige Helfer, die sich damit auseinandersetzen und Infos zusammentragen zu den Sternensystemen, Planeten, Raumschiffen, was auch immer, was uns alle interessiert. Also jeder, der was weiß, meldet euch bei den Wiki-Leuten und die freuen sich über die Hilfe. So ist es. Kontakt könnt ihr hier über die Videobeschreibung aufnehmen. Da stellen wir euch rein, an wen ihr euch wenden müsst, wenn ihr mitarbeiten möchtet. Ihr wisst, ein Wiki ist konstanter Work in Progress. Das heißt, da wird es immer was Neues geben, da wird immer was hinzugefügt. Es fehlen auch noch ein paar Teile, aber wir sind total begeistert davon, wie sie es jetzt aufgebaut haben. Es ist mit ganz vielen neuen Plugins ausgestattet. Das heißt, wenn ihr auch nicht mitarbeiten wollt, sondern einfach mal vorbeischauen wollt, geht mal zum Star Citizen Wiki und vielleicht lasst ihr den Jungs da noch einen kleinen Gruß als Dankeschön dahinter, weil die haben wirklich mit einem großen Stab an Leuten schon jetzt über ein Dreivierteljahr hart daran gearbeitet, von Autoren über Rechercheure bis hin zu Redakteuren und Lektoren, die das eingesetzt haben, und natürlich den Admins selber, die dann das alles nochmal eingebaut haben. Es ist eine ganz, ganz tolle Sache geworden und wir wollen euch mal ganz fett Danke sagen, denn es ist für die ganze Community, die da, es ist wirklich ein ganz offizieller Wiki, der sich auch noch umschalten lässt. Du hast eine normale weiße Oberfläche, du kannst sie aber auch in einen Dark-Look umschalten, ist auch ganz cool. Dann ist je nachdem, wie ihr euren Bildschirm einstellt, ist es vielleicht angenehmer zu lesen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber schaut mal dran vorbei, hinterlasst denen ein paar nette Grüße, das würde uns sehr, sehr freuen. Und alle Details, wie gesagt, dazu findet ihr im SCB-Artikel. Ja, das war auf jeden Fall noch zum Wiki und dann kommen wir zum Videos. Ja, kommen wir zu unseren Videos. Was war da noch die Woche los? Du hast ein Voice-Over gemacht, zum Spektrum, zum Kommunikationstool. Ja. Was uns dann in der Zukunft viel Ärger auch ersparen wird, weil wir einfach ein Tool haben, mit dem wir alle untereinander kommunizieren können. Ja, und das ist wirklich die absolute Basis. Die ersten Schritte werden bald veröffentlicht, in ein paar Wochen heißt es jetzt, gerade aus letzter Woche, der glaube Reverse the Verse war es, haben sie gesagt, in ein paar Wochen soll es kommen, da kommt dann das erste Teil und der erste Teil davon, und dann geht es von da aus weiter und wird immer größer, und das wird wirklich die Basis für unsere gesamte Ingame-Kommunikation und diese dann eben verbunden mit dem Real Life. Das heißt, schaut da mal rein. Ist eine sehr, sehr schöne Präsentation geworden auf der CitizenCon 2016. Und wir haben, wie gesagt, eine deutsche Tonspur dazu gemacht. Außerdem gab es natürlich die letzte Folge Orbital Supermax, die neueste Folge. Das war Folge 5. Folge 5. Ja, Kayla Wyrick ist unterwegs mit Nyland, Wes Morgan und ein paar, dubiosen Gestalten, Gefangenen, die sie jetzt als Helfer nutzen. Bestenfalls dubios. Bestenfalls dubios, genau, das ist richtig. Ja. Sie sind jetzt in die forensische Psychiatrie gelangt. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es klingt so grausam, wie es klingt. Mhm. Und es ist so grausam, wie es klingt, so rum. Also ja, viel Spaß beim Reinhören. Diese nächste Folge wird dann wieder Donnerstag kommen. Genau, Folge 6 kommt Folge dann. Folge 6 dann, genau. Aber ja, viel Spaß und wie gesagt, auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr das alle so begeistert hört. Und freue ich mich. Na, total. Ja, und dann hatten wir noch einen Showcase, das haben Weezen und ich gemacht. Da ging es um die Capital Ships. Ganz wichtig, hier ging es um die Großkampfschiffe. Das heißt, hier geht es nicht um zum Beispiel eine Hull E, die ja auch sehr, sehr groß ist, sondern hier ging es wirklich um Großkampfschiffe. Da haben wir jetzt die Polaris dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt eine Korvette, wir haben jetzt eine Fregatte und wir haben Zerstörer. Polaris, Idris, Javelin, die wir mal für euch in Vergleich setzen konnten.
Das heißt, mal gucken, wer hat welche Rolle, wer, wie, was ist welcher Vorteil für welches Schiff, für welche Orgas sind zum Beispiel welche Schiffe gut geeignet und so weiter. Das könnt ihr euch in eurem Showcase jetzt ansehen und da sind wir mal sehr gespannt, ob da noch weitere Großkampfschiffe dazukommen in näher oder ferner Zukunft. Das denke ich aber schon. Ja, garantiert, ja. Aber hier hast du schon mal drei. Schlacht dann später mal machen. Ja, der Bestem wollte ja auch. Bestem auch, ja, total. Ja, so, da war ich auch ganz. Ja, schau, der war einmal so. Ja, ja, genau. Ich will kämpfen. Mit 80 Leuten. Genau. Oh, so, ja. Ach, guck mal einer an. Schau mal an, ja, ja. Der kleine Diktator. Der kleine Diktator. Kleine Warmonger. Ja, also von daher, schaut mal rein, ist ein cooles Showcase geworden. Und dann haben wir am Ende noch Interaction. Interaction, wir haben euch gefragt. Letzte Woche lief ja der 10K Livestream von uns. Wie fandet ihr den denn? Wir haben da viel Feedback bekommen. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. 50% waren es, ne? Mhm. Haben gejubelt. Mhm. Wuhu, das war der Hammer, das war geil. Ja, fanden wir auch. Ja, fanden wir auch, absolut. Ja. Stinkt nicht. Gerne. dann gab es 21%, die gesagt haben, ja, also anerkennendes Nicken, ja, habt ihr schön gemacht, schöne Sache. Es gab nochmal 6%, die gesagt haben, Naserümpfen, hat uns nicht so gefallen. War jetzt nicht so, aber dann schreibt uns, was wir besser machen können. Und dann gab es nochmal 23%, die leider nicht dabei sein konnten, es nicht sich angucken konnten, also die ein Fragezeichen im Gesicht hatten. Und da können wir nur sagen, ihr könnt es euch auch nachträglich angucken. Der ganze Livestream, komplett alle 10 Stunden, sind nämlich auf Twitch als Highlight gespeichert. Das heißt, ihr müsst nur auf unseren Kanal gehen, dort auf Videos, Highlights angucken und da seht ihr jetzt für alle Ewigkeit diesen 10-Stunden-Stream komplett in seiner Form und könnt ihn euch angucken und könnt auch in einzelne Passagen noch mal reinschauen. Da bleibt er also gespeichert. Ja, ja. Das war's. Dann sind wir durch, wa? Sind wir durch. Ja, doch irgendwie schneller als gedacht. Ja, doch irgendwie schneller als gedacht. Oh Gott, aber ich bin auch ganz schön platt, muss ich sagen. Ja, aber echt. Also, hui. Also, super aber ich Woche. Urlaub nächste Woche. Ah ja, komm, erwähn's nochmal. Ja, also wie gesagt, war eine super Woche, super Wochenende. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Da sehen wir uns dann wieder. Lasst uns Feedback da, Kommentare, Abos natürlich. Und wenn ihr uns ganz persönlich unterstützen wollt als YouTuber, dann geht auf unser Patreon-Profil. Da findet ihr dann sicherlich auch noch was, was euch gefällt. Patreon werden wir übrigens in Zukunft auch noch ein bisschen überarbeiten und ihr werdet auch merken, dass wir sehr, sehr viel mehr Content darauf pushen gerade. Das hat einfach die Überlegung, dass wir da uns nochmal rangesetzt haben und nochmal angeguckt haben und da wird sich sicherlich in einiger Zeit was tun. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Cecilia und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!